Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter und willkommen zum Unboxing des Kukerin G2 Pro. Das ist er und es handelt sich hierbei um eine verbesserte Version des Kukerin G2 Pro. Dieser Scooter ist mir freundlicherweise von Geekbuying zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank! Ja, der Hintergrund ist ganz witzig. Auf meiner Homepage, da habe ich die ganzen Scooter von Kukerin eingetragen. Und irgendjemand, ich denke aus Österreich, hat sich dort umgesehen und hat dieses Fahrzeug über meinen Affiliate-Link gekauft. Und ja, das hat natürlich dann auch Geekbuying mitbekommen. Und so hat man mich dann gefragt, ob ich den vielleicht mal vorstellen möchte. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die sich dafür interessieren. Der G2 Pro, das ist schon ein größerer Scooter von Kukerin. Ich denke, die wollen den Namen ändern, ein bisschen kürzer in Kukerin. Ja, finde ich auch ganz nett. Der Karton hier alleine wiegt 32,4 Kilogramm, ist also schon ein großes Gerät. Ich denke auch einer der größten, den Kukerin da im Programm hat. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten öffnen. Ne? Ich hatte euch ja schon mal den Kukerin S4 vorgestellt. Das war ja so ein kleiner Pendler-Scooter. Und das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Ich mache den Karton von der Unterseite auf. So, jetzt kann es losgehen. Und dann haben wir hier den eigentlichen Karton. Hier kann man die Schrift natürlich ein bisschen besser lesen. Kukerin G2 Pro von Kukerin, was ja Kukerin ist. Hier steht drauf, please keep this box and inner packaging for further storage purposes and after sales service. Das heißt, man soll den Karton aufheben, falls irgendwas mit dem Gerät nicht in Ordnung ist und man den gegebenenfalls zurückschicken muss. Das würde ich euch generell bei jedem Scooter empfehlen, hebt den Karton auf. So, auch der zweite Karton ist jetzt von unten geöffnet worden. Ich heb den jetzt an. Ich hoffe, dass mir der Scooter jetzt nicht vom Tisch kippt. Mal gucken, der Tisch ist ein bisschen klein für sowas. Das ist nur Styropor. Das ist okay, dass das abgegangen ist. Ja, ich sehe eine ganze Menge Styroporflocken. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir so eine Art Installationsanleitung. Und wie man hier sehen kann, hat dieser Scooter einen Sitz. Wir haben Daumengas und ein sehr schönes Display. Ja, was das ist, das schauen wir uns dann gemeinsam an. So, hier an der Unterseite befindet sich auf jeden Fall ein ziemlich dickes Handbuch. Und dieses Handbuch hat auch eine deutsche Gebrauchsanweisung. Hier oben, ach, das ist eine Luftpumpe. Interessant. Dann haben wir hier eine Schlauchverlängerung zum Aufpumpen. Dann haben wir hier ein schweres Metallteil. Und von der Montageplatte denke ich, das gehört zum Sitz. Also hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Styropor. Da wird einiges dreckig werden. Ich hole schon mal einen Sauger. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das hier rauskriegen. So, da steht da der Kukerin G2 Pro. Ich habe sehr viel Styropor hier rumfliegen. Das muss ich jetzt erstmal beheben. Und dann machen wir weiter. So. Ja, das war jetzt ein bisschen aufwendig mit dem ganzen Styropor. Also da kann man auf jeden Fall die Verpackung noch ein bisschen verbessern. Aber ich möchte nicht zu doll meckern, weil der Rest, den ich hier sehe, der gefällt mir wirklich gut. Paar Sachen sind noch in der Verpackung geblieben. Die hole ich jetzt mal hier raus. Wir haben einmal ein Multitool. Kennt man schon. Vier Schrauben, zwei dicke, zwei dünne. Ich denke, die sind für den Sitz hier hinten. Und natürlich das Ladegerät. Das Ladegerät lädt mit 54,6 Volt und 2 Ampere. Und so sieht der Ladestecker aus. Das ist so ein bisschen Einbord-mäßig. Ja, damit denke ich, kann man den Scooter in 7 bis 8 Stunden vollladen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie man den Lenker montiert. Aber vorab muss ich erstmal auch hier das ganze Styropor entfernen. Zuerst mal schraube ich die Schrauben hier lose. So, jetzt muss ich darauf achten, dass ich die ganzen Bedienelemente erreichen kann. So wird, denke ich, mal ganz in Ordnung sein.
So, der Griff ist erstmal dran. So, jetzt werde ich das Display anbringen. Ich habe es hier schon mal geöffnet. Und natürlich fällt mir die erste Schraube raus. Interessant finde ich tatsächlich, dass man das hier noch komplett drehen kann. Also bringe ich es jetzt ganz anders an als gedacht. So, ich habe schon mal probiert, das Ganze einzuschalten. Ich habe, glaube ich, eine kleine Schramme hier, aber da ist, glaube ich, auch eine Folie noch drauf. Jedenfalls, wenn ich das Ganze versuche einzuschalten, passiert erstmal nichts. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Netzteil anschließen. Ja, es ist spät geworden. Die Geschichte mit dem Einschalten habe ich noch ein bisschen beschäftigt. Und wer wissen möchte, wie es hier unter dem Deck aussieht, für den habe ich hier mal ein Foto. Also ich habe tatsächlich da reingeguckt, aber eigentlich ist es ganz einfach. Man muss nur wissen, wie es geht. Ja, ich hatte ja den Schlüssel umgedreht und dann ist halt nichts passiert. Hier gibt es noch einen Knopf. Und wenn man den länger drückt, dann schaltet sich auch der Scooter ein und hier sieht man schon mal das schöne Display. Weiterhin habe ich hier den Sitz montiert. Hier gibt es 4 Schrauben. Die eine, die ging ein bisschen schlecht rein. Und beim Festschrauben ist hier überall die Farbe so ein bisschen abgeplatzt. Aber darunter ist es auch schwarz lackiert, das ist also kein Drama. Und natürlich ist die Gummimatte, weil das quetscht sich hier auf die Gummimatte drauf, die ist ein bisschen verrutscht jetzt. Das ist aber auch kein großes Problem, ist auf beiden Seiten. Ansonsten finde ich den Sitz wirklich gut. Der ist vor allem sehr bequem. Ja, dann machen wir ganz normal weiter. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Rundgang um das Fahrzeug und ich erzähle euch ein bisschen was im Detail. Ja, fangen wir an mit dem Zubehör. Das Netzteil und ein EU-Stecker. Dann lag hier diese Luftpumpe bei. Ja, die ist halt ziemlich einfach. Das ist eher was für den Notfall. Dann lag noch hier so ein Verlängerungsschlauch bei zum Lufteinfüllen. Wobei man den bei diesem Scooter gar nicht so wirklich braucht. Aber er ist dabei, stört nicht. Ja, das Multitool, das habe ich jetzt bestimmt schon 5-6 Mal hier. Dann haben wir hier ein dickes Handbuch, wo auch komplett Deutsch drin ist. Die Übersetzung ist allerdings nicht ganz so gut gelungen. Ja, und dann ist hier noch diese Kurzinstallationskarte, wo man schon mal ein paar Sachen sieht. Und hier waren noch die technischen Daten dabei, deswegen gehen wir da kurz mal drauf ein. 26,7 Kilogramm ist das Gewicht, 120 Kilogramm die Zuladung. Er fährt 45 km/h, 55 Kilometer soll man damit kommen. Wir haben hier 9 Zoll Reifen. Wir haben natürlich eine schöne Schwingarmfederung vorne und hinten. Der Scooter ist IP54 zertifiziert. Ein 48 Volt Akku mit 15 Amperestunden, das sind 720 Wattstunden. Und dann besitzt der Scooter noch einige andere Features, die ich euch jetzt mal im Detail zeigen werde. Hier sehen wir das Hinterrad. Das erinnert mich sehr stark an den Iohawk Legend. Aber das ist ein 9 Zoll Reifen, sonst ziemlich ähnlich. Ja, wir haben eine massive Bremsscheibe. Dann sehen wir hier den Schwingarm. Das ist natürlich kein Scooter mit deutscher Straßenzulassung und deswegen haben wir natürlich auch keinen Kennzeichenhalter. Das hier oben, das ist absolut massiv. Da kann man sich draufstellen, wenn man den Sitz abmontiert. Das hier gehört zum Klappmechanismus. Das ist so eine Art Fangarm. Und nicht zu vergessen, hier hinten haben wir eine sehr massive Feder. Das ist definitiv ein bisschen größer als beim Iohawk Legend. Ja, hier haben wir die Sitzaufnahme. Da haben wir hier hinten einen Schnellspanner. Wenn ich den löse, dann kann ich hier diesen Bolzen rausziehen und dann kann ich den umklappen. Hier oben, damit kann man die Höhe einstellen und das braucht man auch zum Zusammenklappen, um den Sitz einmal um 90 Grad drehen zu können. Der Sitz ist gefedert und der sitzt sich hier wirklich gut. Also da bin ich ziemlich begeistert. Man hat auch eine schöne breite Sitzfläche und der hat sich jetzt auch erstmal nicht Tendenz gehabt, sich zu verstellen. Ja, wenn man das abbauen würde, dann hätte man natürlich mehr Platz. Der Scooter kann sowohl stehend als auch sitzend gefahren werden und beides funktioniert wirklich gut. Also für beides ist der Lenker sehr gut geeignet. Hier haben wir eine Matte mit dem Kugukirin-Logo. Hier hinten nicht zu vergessen, das ist einmal ein Rücklicht, genau wie hier und auf der anderen Seite. Aber das ist gleichzeitig auch ein Blinklicht. Zusätzlich haben wir hier vorne auch noch eine Beleuchtung im Deck und auch hier haben wir Blinklichter. Ja, hier vorne sehen wir die Konstruktion, um den Lenker quasi zu befestigen. Die ist ein bisschen
untypisch, sage ich mal. Aber das ist auch generell, auch im hinteren Bereich, keine Standardlösung. Hier sieht man sehr schön die vordere Federung. Die ist vergleichbar mit der hinteren Federung. Und das sind wirklich massive Federn. Also der wird wirklich gut funktionieren. Ja, hier im vorderen Bereich haben wir wieder eine 9 Zoll Bereifung mit Schlauch. Und hier haben wir die Scheibenbremsen. Hier sehen wir das Frontlicht. Und das ist wirklich richtig gut. Also das ist ein Flutlicht. Damit kriege ich meine Wohnung hier ganz gut ausgeleuchtet. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Hier hinten ist auch noch eine Hupe eingebaut. Die werde ich euch auch mal vorstellen. Und hier seht ihr den Stecker. Also alle Peripherieteile, die sind hier mit so einem Stecker befestigt. Kann man alles ganz einfach tauschen. Ja, hier sehen wir den Haken vom Klappmechanismus. Den zieht man halt hier hoch und dann kann man das Ganze aufklappen. Hier sehen wir drei Löcher. Und hier ist so eine Kugel. Das sind die drei Raststufen für die Höhenverstellung. Hier sehen wir das Frontrad von der anderen Seite und hier ist der Lufteinfüllstutzen. Hier sind so Reflektoren aufgebracht. Hier an der Seite haben wir den Ladeanschluss. Der sieht so aus. Der hält ganz gut. Ja, hier wie gesagt, die Matte ist wellig jetzt, weil ich das festgeschraubt habe. Würde ich den Sitz abbauen, dann würde das wieder ganz ordentlich aussehen. Die Beleuchtung hier seitlich ist auch sehr hell. Und hier sehen wir das Hinterrad von der anderen Seite. Von hier kann man die Feder besser sehen. Das ist, wie gesagt, definitiv eine bessere Federung als beim Iohawk Legend. Ja, dann haben wir hier einen 600 Watt Motor. Und hier ist der Lufteinlass für den Schlauchreifen. Hier nochmal die Konstruktion hier hinten. Die ist ziemlich einmalig, also habe ich noch bei keinem anderen Zuter gesehen. Es ist jedenfalls komplett belastbar, also das kann man auch als Fußstütze nehmen. Ja, als nächstes zeige ich euch einmal, wie man das Gerät zusammenklappt. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen was Besonderes, weil wir ja hier den Sitz haben. Ja, anfangen tun wir hier, indem wir diesen Schnellspanner lösen. Der Sitz ist noch neu und deswegen ist das alles noch ziemlich stramm. Den Sitz kann ich jetzt so zur Seite drehen. Und dann gibt es hier unten, das zeige ich euch mit der anderen Kamera, da gibt es hier diesen einen Hebel. Den kann ich hochdrücken und dann klappt das Ganze hier ab. Ja, dann haben wir hier an der Unterseite einen Schnellspanner. Den mache ich hoch und dann kann ich den auch zur Seite machen. Den habe ich ein bisschen nachgestellt, damit er dann auch fest wird. So, jetzt ist er ab. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Ja, das kann ich jetzt hier reindrücken. Und da, ich kriege es mit einer Hand nicht hin. Ihr seht es gleich auf der anderen Kamera. Ja, also dann drücke ich das hier rein. Und dann kann ich das Ganze hier nach vorne wegdrehen. Das liegt dann hier so ein bisschen auf dem Rahmen auf. Das ist aber okay. Der Lenker ist voll ausgefahren. Wir haben keinen Klapplenker. Das ist die richtige Stellung, um das Ganze zusammenzuklappen. Wie erwähnt, hier oben den Hebel nach oben, dann kann ich den Hebel nach vorne wegziehen. Auch der ist noch neu und dementsprechend stramm. Und hier hinten haben wir so einen beweglichen Haken. Das Display muss ich ein bisschen drehen, damit das passt. Und dann können wir den einfach hier reinlegen. Der ist nicht fest, aber er verstellt sich jetzt auch nicht mehr. Hier das Ganze nochmal aus der Nähe. Da seht ihr, wie der Haken hier in Position bleibt. Mit etwas über 26 Kilogramm ist der Kukerin G2 Pro kein Scooter, den man lange tragen möchte. Aber man kriegt es hin mit einer Hand. Ne? Empfehlenswert sind natürlich zwei Hände. Zu erwähnen wäre noch der Ständer, der gefällt mir sehr gut. Der bleibt genau da, wo er sein muss und der funktioniert richtig gut. Ja, um das Ganze wieder auseinander zu falten, muss ich jetzt diesen Haken hier wieder abkriegen. Den klappt man einfach nach unten. Den Hebel legt man einfach wieder ran. Und jetzt fehlt nur noch der Sitz. Da muss man hier wieder drücken. Schon ist das hier fest. Jetzt gibt es noch den Schnellspanner zur Sicherung. So. Das ist ziemlich eng, das muss es aber sein, denn sonst ist das hier nicht stramm. So kann sich nichts mehr bewegen, so ist das richtig. Ja, den Sitz kann man einfach wieder hochklappen. Der rastet alleine ein und bleibt auch so.
und dann umdrehen. Versuchen, den möglichst gerade auszurichten. Und dann noch ein letzter Schnellspanner. Und dann haben wir das auch wieder fest. Dann steht er da. Hier das Display. Kann man so ein bisschen bewegen. Das muss man jetzt noch auf seine Bedürfnisse einstellen. Ja, hier sehen wir den Lenker. Zwei Bremshebel. Das Display hat leider ein paar Kratzer bekommen. Ich meine aber, dass ich das selbst gewesen bin, als ich ihn ausgepackt habe. Da steckte nämlich das Display hier zwischen und ich musste das irgendwie hier durchfummeln. Und hier sind scharfe Kanten. Ich denke, dass das an der Stelle passiert ist. Wenn man ihn einschaltet, passiert erstmal nichts. Der Trick ist halt dieser Taster hier. Wenn man den länger gedrückt hält, dann schaltet sich das Display ein. Ich mache einmal kurz das Licht aus, damit ihr das Display mal aus der Nähe betrachten könnt. Ich finde, das sieht auch sehr gut aus. Mit dem kleinen Knopf können wir die drei Fahrstufen durchschalten. Ja, hier, wenn ich den Schlüssel umdrehen würde, dann würde das Ganze sich wieder abschalten. Hier mit dem Knopf, das ist das Licht. Schauen wir uns mal an, wenn es komplett aus ist. Hinten kurz die Bremslichtfunktion, blinkendes Bremslicht. Und wenn ich jetzt das Licht einschalte, dann haben wir hinten drei Lampen. Hier vorne haben wir ein extrem helles Frontlicht und im Deck haben wir auch noch zwei Lampen. Das Frontlicht ist wirklich super hell. Ich glaube, das ist das beste Frontlicht, was ich bisher gesehen habe. Im Vergleich dazu habe ich jetzt mal den Vala Pegasus daneben gestellt. Und ich schalte das Licht vom Kugo aus und das Licht vom Vala ein. Also das ist das Licht vom Vala und jetzt kommt der Kugo. Ich glaube, braucht man nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja, dann haben wir hier noch Blinker. Wenn ich das Licht ausgeschaltet habe, dann sieht das Ganze so aus. Auch vorne im Deck blinkt es. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Und wenn man das Frontlicht zuschaltet, dann geht natürlich auch das Rücklicht an. Und jetzt kann man das auch Rücklicht auch noch zum Blinken bringen, indem man bremst. Dann blinkt es auf beiden Seiten. Ein Knopf fehlt noch. Wir haben auch eine Hupe. Die ist ganz schön laut. Für die Beschleunigung haben wir hier ein ganz normales Daumengas. Der ist im Moment auf Zero Start eingestellt. Heißt, wenn ich hier drücke, dann will er los. Auf der linken Seite haben wir den hinteren Bremshebel und auf der anderen Seite haben wir den Bremshebel für vorne. Wenn ich blinke, dann wird mir das hier auch im Display angezeigt. Finde ich auch eine sehr sinnvolle Funktion. Wollte ich deswegen auch erwähnen. Ja, dann gibt es hier auch spezielle Menüs. Dazu schaltet man ein, lässt den Bremshebel gedrückt und muss dann noch ein paar Mal hier drücken. So, geht nicht ganz so einfach, aber hier haben wir P01, 02, 03 und einige andere. Was die im Detail bedeuten, soweit bin ich noch nicht. Das kann ich euch noch nicht erklären. Aber das sind die Sachen, die es gibt. Wenn man es loslässt, dann würde es sich gleich zurückstellen auf den normalen Modus. Der Lenker ist voll ausgezogen und die Lenkerhöhe vom Trittbrett sind 1,05 Meter. In der mittleren Höhenstufe, da haben wir 97 cm und ganz unten, da haben wir 90 cm. Das ist dann eher die Lenkereinstellung für den sitzenden Betrieb, wobei ich es tatsächlich auch in der obersten Stufe sitzend noch ganz angenehm fand. Das Trittbrett, das hat eine Breite von hier oben 15 cm. Das ist ein bisschen schade, dass das hier so schmal ist. Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen breiter ist, denn es sieht auch deutlich breiter aus, aber das ist hier leider ziemlich stark abgeschrägt. Ja, da hier Platz ist, kann man die komplette Länge messen, 53 bis 54 cm. Und dazu kommt dann noch die Möglichkeit, dass man hier hinten seinen Fuß draufstellen kann. All das natürlich unter der Voraussetzung, dass man ohne Sitz fährt. Die Lenkerbreite beträgt 58 bis 59 cm. So, dann mache ich meine kleine Probefahrt, heute mal im Sitzen. Ich habe Zero Start an, also kann ich direkt losfahren. Das geht auch sehr gut.
Ich habe die Fahrstufe 3 gewählt, aber die Fahrstufe ändert sowieso nur die Geschwindigkeit. Also auch in der ersten Fahrstufe fährt er genauso schnell an. Und wenn ihr mal seht, ich sitze wirklich gut drauf und ich habe den Lenker jetzt genau auf der richtigen Höhe. Man kann das Ganze noch runterstellen, aber dann wäre es mir ehrlich gesagt zu niedrig. Die Bremsen sind jetzt auch gut, die waren am Anfang nicht ganz so gut eingestellt. Da habe ich schon mal ein bisschen was nachgestellt, aber jetzt packen die sehr gut zu. Der Ständer ist sehr leise und hält aber auch sehr gut. Ja, soweit mein Unboxing zum Kugou Carin G2 Pro. Eine Sache habe ich mir noch aufgehoben und das ist der Preis. Was denkt ihr, was kostet der ganze Spaß? Ich verrate es euch. Dieses Gerät, so wie es hier steht, mit seinen 720 Wattstunden, 48 Volt System, 600 Watt, Blinkern, Schloss, Sitz, allem drum und dran, super freundlich, ein durchdachter Scooter, schöner Klappmechanismus. Der kostet weniger als der Ninebot Max G30D, also weniger als 800 Euro. Ich denke so 780, ich habe wahrscheinlich sogar noch einen Gutschein, dass man den noch günstiger bekommt. Natürlich, er hat nicht die deutsche Straßenzulassung, also sind eigentlich alle Deutschen raus. Aber es gibt ja noch andere Länder, die deutschsprachig sind, die vielleicht mein Video auch gucken. Der ist echt nicht verkehrt. Also ich bin ihn jetzt noch nicht draußen gefahren. Aber so von dem, was ich erstmal so sehe, ist das wirklich ein klasse Scooter. Also auf jeden Fall Daumen hoch. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!